Morgenmeditation, eigentlich mit dem Thema Einsichtsmeditation. Und wir schauen diesmal an, wie wir aus der Shamatha-Geistesruhe-Meditation, vielleicht sogar auch aus der Achtsamkeitspraxis, wo wir mehr ins Wahrnehmen, Erleben hineingehen, dann nach einer Weile des stillen Sitzens die Motivation, heilsame Geisteszustände hervorzubringen, entwickeln können, aus der Ruhe sozusagen eine heilsame Motivation entwickeln können. Das ist also im Grunde eine Kombination von verschiedenen Ansätzen, die wir hier bei Paramita sonst auch üben. Aber es geht um den Moment, wie aus der etwas selbstbezogenen Sammlung, Geistesruhe, Achtsamkeit wieder eine heilsame Geisteshaltung erwachsen kann oder entstehen kann. Wir rezitieren eher die Rezitationen für die Metta-Meditation. Achtsamkeit und Herzenswärme. Zuerst entwickeln wir die Motivation, die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung zu erkennen und zu nutzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Metta-Herzenswärme zu trainieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und liebevoller zu sein. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen und anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Können die buddhistische Zufluchtsformel hören oder lesen? Dieser Art, diese in dieser Form. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita. Möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Wir meditieren zweimal etwa knapp 20 Minuten mit einer kleinen Pause in der Mitte. Und in der ersten Hälfte wird es mehr um Geistesruhe, den Geist überhaupt erstmal sammeln und in die Stille bringen gehen. Wir beginnen aber auch wie immer mit der Körperhaltung und etwas Körperachtsamkeit. Kommen wir an auf unserem Meditationsplatz, wie auch immer wir sitzen können oder mögen. Setzen wir uns in eine für uns angenehme, aber auch etwas weckende, munter machende Meditationshaltung, möglichst aufgerichtet, sodass die Trägheit von uns abfällt. Vielleicht auch noch die Eindrücke des Schlafes der letzten Nacht, falls wir gerade erst aufgestanden sind. Da hat man ja manchmal noch so eine Schwere an sich oder irgendwas lastet noch auf einem oder man hat vielleicht so ein Körpergefühl am Morgen, das durch Bewegung, aber auch durch die Sitzpraxis gelöst werden kann. Aufrichten bis zum Scheitel des Kopfes.
Und dann auch in dieser Haltung den Körper völlig hinein entspannen, bis sich die Position sehr angenehm und leicht anfühlt. Atmen wir diesen so sitzenden Körper, atmen wir bewusst ein und aus, lassen die Atmung sehr ruhig und ausgeglichen werden. Und erlauben wir dem Atem, Körper und Geist auf diese Weise auch zu verbinden. Geht die Achtsamkeit auf den Geist? Geht sie auch in den Körper hinein? Verweilen wir bitte erst eine kleine Weile so mit Atmung und Körper verbunden. Der Anfang einer Meditationssitzung kann also immer ein bisschen wie Achtsamkeitspraxis sein. Wir nehmen den eigenen Körper erst einmal wahr, werden uns der Atmung gewahr, wie sie sich bewegt. Jetzt könnten wir in die Shamatha-Geistesruhe-Praxis übergehen. Den Körper sehr still halten. Die Atembewegung nutzen, um damit auch unsere geistigen Bewegungen zu besänftigen. Wenn sich die Aufmerksamkeit ganz mit der Atembewegung verbindet und versucht, bei ihr zu bleiben, immer wieder zu ihr zurückzukehren, nicht irgendwelchen Tagträumen, Gedankengängen folgend, kommt unser Gemüt vielleicht etwas zur Ruhe.
Und wenn uns jetzt am Morgen schon viele Dinge beschäftigen geistig, wir merken vielleicht, dass wir heute einiges zu tun haben und unsere To-Dos erledigen werden müssen und auch wollen, können wir uns sagen, jetzt ist noch Zeit dafür, den Geist zu sammeln. Noch brauche ich all diesen Dingen nicht nachgehen. Das kommt später. Dies sind die Augenblicke am Morgen, um erst einmal ganz wach zu werden, Körper und Geist zu verbinden, eine innere Atmosphäre von Ruhe zu schaffen, von Sammlung. Einfach so da zu sitzen, macht natürlicherweise etwas auf das eigene bezogen. Selbstbezogen wäre auf Deutsch schon ein etwas negativer Begriff, aber wir besinnen uns auf das eigene. Der Körper, die Atmung. Bemerken vielleicht nebenbei, in welcher Stimmung, Laune, Gemütsverfassung wir gerade sind. Selbst wenn wir den Geist nur ruhig halten möchten, erkennen wir nebenbei, was da noch ist, was uns gerade beschäftigt, wie wir gestimmt sind. Und damit sitzen wir. Die Meditation wird es nicht löschen können, was mit uns gerade ist, oder? In welcher Verfassung unser Gemüt ist. Da wird sich etwas bewusst, was gerade da ist, und gleichzeitig sitzen wir damit ruhig und still.
Die Mitte der Sitzung. Bei Bedarf können wir uns etwas lockern und umsetzen. Wie wird nun aus Shamatha, Geistesruhe oder aus einem Zustand von Achtsamkeit auf das eigene, den Körper, die Atmung, eine heilsame Geisteshaltung? Wie wird daraus Metta, Freundlichkeit oder eine andere positive Motivation, wie wir sie am Anfang unserer Sitzung formuliert haben? Wie kann das entstehen? Unsere Sitzung ist eigentlich eine Einsichtsmeditation, deswegen schauen wir vielleicht mal dahin, wie ist der Übergang von beruhigen, sammeln, achtsam sein zu etwas entfalten, entwickeln, hervorbringen? Würden wir bloß Shamatha üben oder nur zum Beispiel Atem, Achtsamkeit? Könnte es sein, dass wir etwas in unserer Selbstbezogenheit durchaus im positiven Sinn verharren und die Gelegenheit nicht auftritt oder wir sie nicht zu nutzen wissen, wie jetzt aus dieser Ruhe, etwas gewonnenen Ruhe, wieder etwas Freundliches, Positives, heilsam Motiviertes entsteht? Aber das sagen uns ja alle Lehren, darum geht es ja. Also schauen wir mal auf diesen Übergang von ja, beruhigen zu entfalten. Und da möchte ich uns ein klassisches Bild als Motiv nennen, das wir vermutlich alle kennen. Es wird in der buddhistischen Ikonografie viel verwendet. Wenn man etwas visualisiert, dann ist da oft erst einfach nur Raum oder auch ein stiller See, ein Teich. Und dann wächst aus dem Teich eine Blüte hervor und öffnet sich. Ja, da haben wir auch erst das Motiv der Ruhe, der Raumhaftigkeit, ein stiller See, ein Teich. Und dann wächst aus diesem etwas empor und blüht auf. Ich denke, das ist ein Grund, warum das in der buddhistischen Ikonografie gezeigt wird, um diesen Übergang von Raum, Stille, Klarheit hin zu Aufblühen, überhaupt etwas entwickeln und entfalten anzudeuten. Was bedeutet das jetzt für uns? Eben waren wir noch mit Beruhigen, Sammeln, meditativ beschäftigt. Jetzt dürfen wir uns sagen, aus dieser etwas gewonnenen Ruhe heraus, aus dieser vielleicht doch erfahrenen Stille, darf etwas hervorgehen, stärker werden, wachsen. Bleiben wir vielleicht bei der Metta, Herzensgüte zunächst einmal, denn Metta, so sagt man ja,
ist überhaupt bei allen positiven Motiven immer die entscheidende Antriebskraft, die Freundlichkeit, die Güte. Erinnern wir uns auf jeden Fall zunächst daran, dass wir den Samen oder die Samen für Metta in uns tragen. Wir mögen Freundlichkeit. Wir sind seit frühestem Kleinkindstadium froh, wenn wir der Freundlichkeit begegnen. Wir sind immer erleichtert, wenn wir ihr wieder begegnet sind, nach vielleicht anderen Emotionen oder allen möglichen Erfahrungen, wieder jemand zu uns freundlich war oder wir auch wohlwollend und freundlich sein können. Und irgendwo hier in unserer inneren Ausrichtung, die wir gerade üben, muss dieser Übergang geschehen können zwischen Beruhigen, Sammeln und Freundlichkeit, Güte, ne? Eine heilsame, wohlwollende Haltung hervorbringen. Schauen wir mal, ob wir diesen Moment in uns finden, diesen Übergang von Stille zu Güte. Vielleicht findet ihr andere Worte. Ich suche auch nach geeigneten Worten, um das zu begleiten und zu unterstützen.
Wir könnten durchaus weiterhin in Achtsamkeit auf den Körper sitzen, auch mit dem Atem verbunden. Aber vielleicht sind wir jetzt nicht mehr nur an Beruhigung interessiert und Sammlung oder Präsenz, Achtsamkeit, sondern etwas in uns versucht, diese Meditationsstimmung anzureichern mit ja, dem, was wir jetzt Freundlichkeit, Güte, eine heilsame Einstellung nennen können, zu bereichern, zu erweitern. In den Anleitungen von Thich Nhat Hanh war das immer das Lächeln. Er schlug immer vor, dass man nicht nur atmet, sondern auch dabei lächelt. Vielleicht ist einem noch gar nicht danach zumute. Da ist noch eine Nüchternheit, eine Ernsthaftigkeit oder ein Ernst. Vielleicht auch eben die Wahrnehmung unserer nicht ganz so glücklichen Stimmung. Und schauen wir mal, ob wir da doch irgendwie eine Atmosphäre von Güte, von Freundlichkeit hineinbringen können. Und so etwas wie ein inneres Lächeln, das dann auch dazu übergeht, nach außen auszustrahlen. Es muss kein großes Lachen sein, kein breites Grinsen, sondern wirklich so ein sanftes sich öffnen in das wohlwollende, gütige hinein. Da passt vielleicht wieder das Motiv einer sich öffnenden Blüte. Manche platzen so auf, aber andere öffnen sich langsam. Oder eben auch die Vorstellung oder sogar Visualisation von ausstrahlendem Licht. Erst ist da nur die Lichtquelle, die ist vielleicht noch gar nicht so richtig eingeschaltet. Und dann beginnt sie auszustrahlen, mehr und mehr. Da wird etwas mehr, da nimmt etwas zu. Und gewinnt an Ausdruck. Füllt den eigenen Innenraum aus und strahlt dann nach außen hin.
Vielleicht erreichen wir in unserer Meditation einen Punkt, einen Moment, in der die Begrenzung auf das eigene oder die zu Anfang ja extra auch entwickelte Betonung des eigenen ganz von uns abfällt. Und wir irgendwie so sitzen, dass wir den Eindruck haben, wir sind jetzt für die Welt und für andere da. Wie eine Kerze, die sich erst einmal entzündet hat und jetzt einfach für andere leuchtet. Oder nochmal das Blumenmotiv. Die Blume war vielleicht auch damit beschäftigt, erst einmal überhaupt etwas heranzuwachsen. Sie hat den Winter vielleicht noch in der Erde verbracht. Und dann hat sie sich entschlossen, zu sprießen und aufzublühen. Und ja, für andere da zu sein, für die Insekten, für die Augen der Menschen. Oder einfach so miteinander zu blühen. Kommen zum Ende unserer Morgenmeditation. Schauen wir bitte nochmal nach, wo wir mit unserer inneren Praxis angelangt sind. Welche Momente vielleicht in dieser Sitzung für uns wertvoll waren. Diesen Übergang von auf sich selber achten oder sich auch beruhigen und dann doch wieder sich öffnen und in Kontakt treten, wohlwollend motiviert zu sein, den werden wir auch im Alltag immer wieder erleben. Und vor allem dann, wenn wir uns auch wieder und wieder etwas sammeln und besinnen, wieder erneut in die Motivation, etwas zu tun, etwas zu sagen, mit anderen zu sein, hinein uns öffnen. Wir hören drei Töne von der Klangschale und vielleicht hört ihr auch nebenbei das sehr reiche Vogelgezwitscher, das den Anleiter hier umgibt. Lesen wir noch die guten Wünsche und die Widmung zum Abschluss. Wir widmen unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.